Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, allen, die uns live zuschauen in verschiedenen Fernsehsendern oder auf anderen Kanälen. Herzlich willkommen auch Ihnen. Sie sehen eine Bundespressekonferenz. Das ist eine regierungsunabhängige Vereinigung von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten und über die Bundesregierung aus Berlin und aus Bonn. Und wir erlauben in diesen Corona-Zeiten Live-Übertragungen, was sonst nicht der Fall ist. Wir danken sehr herzlich dem Sender Phoenix, der uns mit der Gebärdendolmetschung unterstützt. Das können Sie bei Phoenix sehen, aber auch nur bei Phoenix. Herr Seibert hat das Wort für die Termine der nächsten Woche. Bitte schön. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Kurzer Blick auf die öffentlichen Termine der kommenden Woche. Gleich am Montag der 22. deutsch-französische Ministerrat, aber der erste, der als Videokonferenz stattfindet. Neben der Bundeskanzlerin und Präsident Macron sind auf beiden Seiten fast alle Fachminister und Ministerinnen vertreten. Es geht natürlich um die deutsch-französische Zusammenarbeit, auch im Hinblick und im Dienste eines starken Europas. Das umfasst viele Bereiche. Die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie ist sicherlich ein Schwerpunkt unserer Arbeit, der Zusammenhalt der Gesellschaften insgesamt. Ein weiterer Schwerpunkt werden Zukunftsthemen sein, die Frage, wie Deutschland und Frankreich gemeinsam die grüne, die digitale Transition positiv gestalten können. Daneben wird es auch darum gehen, Bilanz zu ziehen, eine erste Bilanz der erfolgreichen Umsetzung zahlreicher Vorhaben, die aus dem Vertrag von Aachen hervorgegangen sind, der im Januar 2019 zwischen beiden Ländern geschlossen wurde. Der Ablauf ist so, dass die Kanzlerin zunächst gegen 14 Uhr mit Präsident Macron ein bilaterales Gespräch hat, parallel dazu die Gespräche der Fachminister. Ab 15.45 Uhr das Plenum, gegen 17.30 Uhr dann eine gemeinsame Pressekonferenz der Kanzlerin mit Präsident Macron und im unmittelbaren Anschluss daran der dritte deutsch-französische Technologiedialog zur Resilienz der europäischen Gesundheitsindustrien. Die Kanzlerin und Präsident Macron werden zusammen mit einigen Kabinettsmitgliedern und gemeinsam mit der Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen und den europäischen Kommissaren für Industrie und Gesundheit ein Gespräch mit Unternehmensvertretern führen. Dann geht es in der Woche weiter. Mittwoch die Sitzung, Sie kennen den Termin, 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Ab 14 Uhr nimmt die Kanzlerin an einem Fachgespräch der Unionsbundestagsfraktion teil. Es ist unter dem Titel Was bringt der Neustart in die Zukunft? Neustart mit 2a. Die Bundeskanzlerin wird dabei eine Rede halten. Und am Mittwochnachmittag ab 15 Uhr die sogenannte MPK Ost, also Begegnung der Bundeskanzlerin in Videokonferenzform mit den Regierungschefs und der Regierungschefin der ostdeutschen Bundesländer. Vorsitz hat in diesem Jahr Brandenburg, also leitet Ministerpräsident Woidke diese Veranstaltung. Das findet im Bundeskanzleramt statt. Also er wird dazu im Bundeskanzleramt sein. Ein Thema werden die Empfehlungen der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit sein. Außerdem Themen und Schritte zur weiteren Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West. Im Anschluss an das Gespräch gegen 16 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit Ministerpräsident Woidke. Und das war's. Vielen Dank, Herr Seibert. Gibt es Fragen zu den Terminen oder den Themen der Termine? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich verschiedene Fragen zu einer ganzen Reihe von Themen und beginne mal mit dem Thema Corona. Da hat der Herr Beseke, glaube ich, eine Frage. So. Ah, Entschuldigung, jetzt aber. Jetzt ist es eine Antwort. Vielen Dank. Ja, ist eine Frage, die bezieht sich oder geht hauptsächlich ans Gesundheitsministerium. Wir sehen trotz sinkender Inzidenzen deutschlandweit, und das kann man auch hier in der Stadt ganz gut beobachten, eine große Zunahme von Corona-Testzentren. Und jetzt gibt es Hinweise darauf, dass dort bei den Abrechnungen betrogen wird oder dass zumindest sehr leicht sein könnte, dass dort betrogen wird. Deswegen die Frage, welche Informationen liegen Ihnen dazu zu und wer kontrolliert das momentan? Denn das scheint kontrollmäßig, da verweist eine Stelle auf die andere und keiner fühlt sich so recht zuständig. Ja, da kann ich in der Tat was zu sagen. Grundsätzlich ist es so, mit der Teststrategie haben wir einen recht breiten Zugang für die Bürgerinnen und Bürger
geschaffen, sich testen zu lassen. Die Beauftragung der Testzentren, die Einrichtung der Testzentren erfolgt durch die Länder. Diesen obliegt eben auch die entsprechende Sicherstellung der Qualität der erbrachten Leistungen. Das heißt, das Personal muss entsprechend geschult sein und ja, entsprechend müssen natürlich auch die Abrechnungen korrekt sein. Die Abrechnungsprüfung, die erfolgt durch die kassenärztlichen Vereinigungen der Länder. Das heißt, sie müssen halt eben die Abrechnung auf Vollständigkeit und auch auf Plausibilität entsprechend prüfen. Und darüber hinaus kann ich halt eben noch sagen, dass die Daten, die für die Kontrolle der korrekten Leistungserbringung nötig sind, bis zum 31. Dezember 2024 aufbewahrt werden müssen und somit auch noch eine anschließende Rechnungsprüfung möglich ist. Aber wie gesagt, die Rechnungsprüfung selbst, die obliegt den kassenärztlichen Vereinigungen. Nachfrage, wenn ich darf. Sichert denn das, so wie es jetzt ist, tatsächlich eine ordentliche Kontrolle und eine Betrugssicherheit? Weil die Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die untersagt ja sogar den Testzentren, dass man personenbezogene Daten rausgibt. Also es ist sehr schwer nachzuverfolgen, wer ist dort überhaupt getestet worden, ist der überhaupt erschienen? Und die Testzentren müssen mitunter nicht mal nachweisen, wie viel sie Tests eingekauft haben. Ja, na, wie eingangs gesagt, wir schaffen halt eben mit der Testverordnung einen recht niedrigschwelligen Zugang zu Testmöglichkeiten. Das heißt, eine personenbezogene Aufbewahrung der Daten würde einerseits einen sehr, sehr hohen Aufwand sowohl für die Testzentren als auch für die kassenärztlichen Vereinigungen bedeuten. Aber noch einmal, Abrechnungsbetrug selbst, das ist ein Straftatbestand und die kassenärztlichen Vereinigungen, die prüfen auch die Rechnungen auf Plausibilität. Und nochmal, es kann auch im Anschluss tatsächlich auch noch zu anschließenden Plausibilitätsprüfungen kommen. Gibt es weitere Fragen zu den Tests? Ich habe auch noch eine Frage dazu, weil ich habe hier eine Stellungnahme von der KV und da heißt es halt eben auch, dass nur die entsprechenden Kosten gemeldet werden muss, aber dass es keine weiteren Belege dazu geben muss, offenbar. Also das ist ja dann sozusagen, also da wird ja wirklich Tür und Tor für Betrug geöffnet. Also es gibt da unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten, wie die Plausibilität geprüft werden kann. Das eine sind natürlich entsprechende Vergleichswerte zu anderen Tagen etwa. Und das andere natürlich halt eben auch, wie viel Testkits wurden überhaupt bestellt. Also wenn die Menge der abgerechneten Leistungen die der bestellten Testkits übersteigt, dann kann man schon davon ausgehen, dass da etwas in diesen Abrechnungen nicht stimmt. Und insofern gibt es dann auch für die kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, diese Rechnungen dann auf Plausibilität zu prüfen. Herr Stalder, auch zum Thema Corona. Es war ja offenbar ziemlich einfach für die recherchierenden Kollegen, da entsprechende Belege zu finden. Liegen denn Ihnen bereits Erkenntnisse von solchen stichprobenartigen Kontrollen vor, ob da so etwas stattgefunden hat? Also nein, weil wie gesagt, die Rechnungsprüfung, die obliegt den kassenärztlichen Vereinigungen. Wir haben auch von solchen Stichproben erfahren. Aber es gibt jetzt keine Berichtspflicht gegenüber dem Gesundheitsministerium über diese Rechnungsprüfung. Dazu habe ich eine Frage auch zu den Tests von Theo Gers vom Deutschlandfunk. Wie wurde der Betrag von 18 Euro pro Test festgelegt und sind 6 Euro für das Material nicht viel zu hoch angesetzt? Also die Entscheidung für die einzelnen Vergütungen, die ist, ich muss jetzt ehrlich gesagt nochmal überlegen, wann die getroffen wurde, ist jetzt aber schon einige Monate her. Und das erfolgte natürlich auch vor dem Hinblick, dass man einen recht niedrigschwelligen Zugang schaffen wollte. Also man wollte natürlich halt eben auch entsprechend viele Testmöglichkeiten schaffen. Und deshalb hat man halt eben zu diesen Kostenpunkten dann halt oder die Kostenpunkte entsprechend dann festgelegt. Okay, jetzt habe ich auch noch eine ganze Reihe Fragen zu Impfdosen, da Herr Seibert aber heute ein enges Zeitkorsett hat, würde ich erst noch mal zu einem anderen Thema wechseln, wo ich mir vorstelle, dass Sie gefragt sind, nämlich zum Thema Namibia. Oder ist das das Auswärtige Amt?
haben wir beide was zu sagen. Auswärtiges also, Amt immer natürlich besser. Aber. Ich rufe eine Frage von Delphine Bollier von Nerbollier von Lacroix auf. Die richtet sich an das Auswärtige Amt. Und Sie, wie wurde dieser Betrag von 1,1 Milliarden Euro festgelegt? Für welche Projekte wird dieses Geld ausgegeben und warum sind Entschädigungen ausgeschlossen? Ich habe noch, ja. So, bitte. Ich darf vielleicht einmal kurz anfangen, indem ich auf Äußerungen des Außenministers von gestern Abend verweise, wo er darauf hingewiesen hat, dass es jetzt gelungen ist, die Verhandlungen, die Ruprecht Polenz im Namen der Bundesregierung über 5 Jahre geführt hat mit seinem namibischen Gesprächsverhandlungspartner Seten Gavirui, diese Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Das Ziel dieser Verhandlungen war und ist, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Angedenken der Opfer zu finden. Dazu gehört, dass wir die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten in der Zeit von 1904 bis 1908 ohne Schonung und Beschönigung benennen. Wir werden diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das bezeichnen, was sie aus heutiger Perspektive waren, ein Völkermord. Im Lichte der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands werden wir Namibia und die Nachkommen der Opfer um Vergebung bitten. Als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia und die Nachkommen der Opfer mit einem substanziellen Programm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zum Wiederaufbau und zur Entwicklung unterstützen. Bei dessen Gestaltung und der Umsetzung werden die vom Völkermord betroffenen Gemeinschaften eine entscheidende Rolle einnehmen. Der Außenminister hat auch gesagt, gelebte Versöhnung kann nicht dekretiert werden. Ein Schlussstrich unter der Vergangenheit kann es nicht geben. Die Anerkennung der Schuld und unsere Bitte um Entschuldigung ist aber ein wichtiger Schritt, um die Verbrechen aufzuarbeiten und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Vielleicht konkreter zu den Fragen, wie ich das gerade schon dargestellt habe. Die genannte Summe ist ein Ergebnis dieses Verhandlungsprozesses, den wir mit der namibischen Seite über die letzten 5 Jahre geführt haben. Ich habe ja kurz beschrieben, was das Ziel dieser Mittel ist. Es soll ein Beitrag zum Wiederaufbau und zur Entwicklung sein, insbesondere für die vom Völkermord betroffenen Gemeinschaften. Und dementsprechend ist mit der namibischen Seite vereinbart, dass ich natürlich bei der Verwendung dieser Mittel, die sich eng an den Prioritäten und Wünschen dieser Gruppe orientiert. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass es Überlegungen gibt im Bereich Landreform, der Förderung von Landwirtschaft, Aus- und Fortbildung und verwandten Bereichen. Aber entscheidend ist aus unserer Sicht, dass die Gestaltung und Umsetzung dieser Mittel in enger Abstimmung und mit einer entscheidenden Rolle der betroffenen Gemeinschaften stattfindet. Wenn ich darf, würde ich nur ganz grundsätzlich zu diesem Rahmenabkommen noch sagen, wir haben ja hier immer ganz klar ausgeführt, die Bundesregierung bekennt sich zur historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Namibia und seinen Bürgern, ganz besonders gegenüber den Herero und Nama. Und deswegen möchte ich für die Bundesregierung wirklich betonen, dass wir diese Einigung mit der namibischen Seite ausdrücklich begrüßen, dass wir dankbar sind, dass diese langjährigen Verhandlungen zum Umgang mit diesem dunklen Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte zu einem für beide Seiten guten Abschluss gebracht werden konnten. Jetzt habe ich Herrn Jordans dazu. Ein Jordans. Ich kann das Mikro leider nicht sehen. Achso. So? Jetzt passt, danke. Ja, eine kleine technische Frage, Herr Burger oder Herr Seibert. Es hat geheißen, dass hochrangige deutsche Vertreter, also Herr Maas oder sogar Herr Steinmeier, bald nach Namibia fliegen würden. Können Sie uns dazu irgendwas sagen? War da vielleicht was geplant, das jetzt wieder abgesagt wurde wegen der Erkrankung des, namibischen Staats überhaupt? Also ich kann Ihnen heute keine konkreten Reisepläne mitteilen. Was mögliche Reisen des Bundespräsidenten angeht, muss ich Sie ohnehin natürlich bitten, sich ans Bundespräsidialamt zu wenden. Das ist nicht meine Aufgabe, darüber Auskunft zu geben. Es ist in der Tat so, dass die
ist eine gemeinsame politische Erklärung ausgehandelt und paraffiert wurde und beabsichtigt ist, dass die Außenminister die unterzeichnen. Kleine Nachfrage, wird es da irgendeine Zeremonie oder sowas geben? Also ich kann Ihnen dazu jetzt noch keine näheren Angaben zu den Umständen machen. Frau Gleitzmann, sende ich nur die Nachricht von hier aus, dass ich jetzt davon ausgehe, dass Ihre Frage beantwortet ist. Und ich habe noch eine weitere Frage von der japanischen Nachrichtenagentur G von Nobu Sunaga. Die Frage lautet, warum sind rechtliche Ansprüche auf Entschädigung vom Tisch? Ja, die Vereinbarung, die gemeinsame politische Erklärung, auf die wir uns mit der namibischen Seite verständigt haben, sieht vor, dass oder beinhaltet die Anerkennung unserer historischen und moralischen Verantwortung. Sie hält zugleich fest, dass sich rechtliche Ansprüche auf Entschädigung daraus nicht ableiten lassen. Herr Jessen. Meine Frage geht in die gleiche Richtung. Warum lehnt die Bundesregierung die Erfüllung oder die Akzeptanz rechtlicher Ansprüche ab? In anderen Formen oder in anderen Fällen von Völkermord, wo Deutschland beteiligt war, wurde das ja akzeptiert. Was macht hier den Unterschied? Ist die Formulierung, die Sie vorhin gebraucht haben, aus heutiger Sicht sei das Völkermord gewesen, sozusagen der Ausweg oder die Formulierung, die verhindert, dass man auch rechtliche Ansprüche akzeptiert und befriedigt? Sie haben recht. Es ist ja so, dass es auch schon Versuche gegeben hat, auf rechtlichem Weg solche Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Wie gesagt, die Vereinbarung, die es jetzt, die Einigung, die jetzt mit der namibischen Seite erzielt wurde, in der erkennt die Bundesregierung unsere moralische und politische Verantwortung an. Und wir halten zugleich daran fest, dass sich rechtliche Ansprüche auf Entschädigung daraus nicht ableiten lassen. Zusatz? Die Wiederholung habe ich verstanden. Mhm. Ich verstehe gleichwohl immer noch nicht, warum akzeptiert die Bundesregierung nicht sozusagen die Rechtsnachfolge für diejenigen, die damals den Völkermord begangen haben, und sieht sich dann auch in der Verpflichtung auf rechtlicher Ebene. Letztlich handelt es sich dann um die Frage der Entschädigungssumme. Sie sagen jetzt, 1,1 Milliarden ist der Gesamttopf. Bei rechtlichen Verpflichtungen wären die Zahlungen wohl höher. Ist das der Grund, dass Deutschland sagt, mehr wollen wir nicht zahlen? Nein, der Grund ist, dass die Auffassung der Bundesregierung ist, dass sich rechtliche Ansprüche auf eine Entschädigung aus den genannten Sachverhalten nicht herleiten lassen. Herr Viehwege hatte sich, also Sie können gerne mit Maske sprechen, wir sind da ganz toll geübt, das auch zu verstehen. Also erstens, ich habe gehört, dass es formal keine Entschädigungszahlungen sind. Das ist offensichtlich richtig. Wird es auch formal als Völkermord anerkannt, also auch in Völkerrechtshinsichtlicher Sicht? Und wie können Sie gewährleisten, dass diese Zahlungen, keine Entschädigungszahlungen, aber tatsächlich auch den Nachkommen der Opfer vor allem zugutekommen, oder ist es letztendlich der Regierung in Namibia völlig überlassen? Und vielleicht noch eine weitere Frage. Es hat jetzt relativ lange gedauert, dass es jetzt zu diesem Ergebnis gekommen hat. Hängt es auch mit Entwicklungen in Namibia zusammen, oder was waren da die entscheidenden Gründe dafür? Vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Ich darf vielleicht noch mal kurz den Außenminister zitieren, der gesagt hat, wir werden diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das bezeichnen, was sie aus heutiger Perspektive waren, ein Völkermord. Zu Ihrer Frage nach der völkerrechtlichen Einordnung ist dazu zu sagen, dass die völkerrechtliche Normierung des Begriffs des Völkermords deutlich später stattgefunden hat, erst im Jahr 1948, und das ohne Rückwirkung.
Zu Ihrer anderen Frage. Es ist in der Tat ein langer Verhandlungsprozess gewesen, über 5 Jahre. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir von sehr unterschiedlichen Perspektiven in diese Gespräche hineingegangen sind, dass es natürlich hier um Sachverhalte geht, die in den beiden Gesellschaften intensive Diskussionen erfordern und bei denen von Anfang an beiden Seiten sehr wichtig war, dass die betroffenen Gemeinschaften, die Nachkommen der Opfer in allen Phasen der Verhandlungen intensiv eingebunden und konsultiert wurden, weil die Hoffnung, die wir damit verbinden, ja ist, dass unsere Bitte um Vergebung auch gewährt wird. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Schneider? Herr Burger, Sie haben von sehr unterschiedlichen Perspektiven gesprochen. Können Sie noch mal sagen, was von deutscher Seite jetzt eigentlich die Hürden oder die Knackpunkte waren, die dazu geführt haben, dass das jetzt 5 Jahre gedauert hat? Ich will hier nicht über Hürden und Knackpunkte sprechen. Es ist in den letzten Jahren, glaube ich, in Deutschland ein sehr, sehr breiter gesellschaftlicher Prozess in Gang gekommen, einer vertieften Auseinandersetzung mit unserer kolonialen Vergangenheit. Dass dieser Gesprächsprozess, dieser Verhandlungsprozess mit Namibia ist nur ein Teil davon. Wie gesagt, es waren hier Fragen von beiden Seiten des gemeinsamen Blicks auf diese schmerzhafte Geschichte zu besprechen. Und ein wesentlicher Teil, der dazu beigetragen hat, dass dieser Prozess eben so viel Zeit in Anspruch genommen hat, wie er in Anspruch genommen hat, ist, dass wir auf beiden Seiten den Wunsch hatten, dass dieser Verhandlungsprozess zwischen Regierungen eben auch von einem breiteren gesellschaftlichen Verständnis auf beiden Seiten getragen und begleitet wird. Jetzt hatte ich Herrn Viehwege, glaube ich, nochmal dazu. Ich habe richtig verstanden, dass Sie aber keine Möglichkeit haben, darauf zu schauen, wie das Geld in Namibia ausgegeben wird. Also wie die Mechanismen im Einzelnen aussehen werden, über die diese Mittel verwaltet werden und Projekte durchgeführt werden, das wird noch Gegenstand von Gesprächen sein. Wie gesagt, es ist vereinbart, dass bei der Gestaltung und Umsetzung die betroffenen Gemeinschaften eine entscheidende Rolle einnehmen. Herr Jessen noch mal. Vielleicht können Sie kurz machen, weil ich wollte jetzt gerne Fragen vorziehen, die sich direkt an Herrn Seibert richten. Also, okay, ich mache es ganz kurz. Wird es in der Zukunft auch noch direkte Aktionen mit der Organisation der Nachfahren der Opfer geben? Also die gemeinsame politische Erklärung der beiden Regierungen und dieser Verhandlungsprozess, der jetzt zwischen den Regierungen stattgefunden hat, ist natürlich ein Element und ein wichtiges Element, aber kein Ersatz für einen viel breiteren gesellschaftlichen Dialog. Im Gegenteil, wir möchten gerne, dass dieser Schritt dazu beiträgt, dass ein breiter angelegter gesellschaftlicher Gesprächs- und Versöhnungsprozess Erfolg haben kann. Und dazu gehört natürlich, dass die Gesellschaften auf beiden Seiten, dass gesellschaftliche Gruppen, Jugendliche, dass Organisationen, die sich im Bereich der Bildung engagieren, einbezogen werden und da ihre Rolle im Dialog spielen können.
Dann würde ich das Thema Namibia verlassen mit allgemeinem Einverständnis. Ich starte jetzt mit einer Frage, mit Fragen von zwei Kollegen, die sich garantiert an Sie richten, Herr Seibert. Da geht es nämlich um das Thema Bundespräsident von Gernot Heller vom Büro Herholz und Andreas Hönig von dpa. Wie steht die Bundeskanzlerin zur Ankündigung von Bundespräsident Steinmeier, für eine weitere Amtszeit antreten zu wollen? Hat er Ihre Unterstützung? Ja, die Bundeskanzlerin hat heute früh mit dem Herrn Bundespräsidenten gesprochen. Sie hat, wie Sie wissen, hohen Respekt für ihn wie für sein Amt, und seine heutige Ankündigung steht für sich. Gibt es dazu weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Gibt es Fragen zu Themen, die sich jetzt direkt an Herrn Seibert richten? Bitte, Herr Jolkwa. Moment. So. Ja, Herr Seibert, ich habe zwei Fragen konkret zu dem Verbot von 3 deutschen NGOs in Russland. Und zwar, wie bewertet die Kanzlerin diesen Verbot? Und noch eine wichtigere Frage. Sie war ja mehrmals beteiligt am Petersburger Dialog, an dem auch 2 von diesen 3 Organisationen Mitglieder waren. Sieht denn die Kanzlerin eine Zukunft für diesen Dialogformat? Ja, die Bundesregierung verurteilt die Entscheidung des Generalstaatsanwalts der Russischen Föderation, 3 zivilgesellschaftstätige Nichtregierungsorganisationen aus Deutschland als sogenannte unerwünschte ausländische Organisationen mit einem Betätigungsverbot in Russland zu belegen. Wir haben das auch gestern schon klargemacht. Ich wiederhole das hier sehr gerne noch einmal. Dass auch 2 Organisationen von dieser schwerwiegenden Maßnahme betroffen sind, die langjährig im Petersburger Dialog engagiert sind, das haben wir mit großem Befremden zur Kenntnis genommen. Das sind Organisationen, die sich für Dialog und Verständigung engagieren. Ihnen die Arbeit zu verbieten, ist in keiner Weise nachvollziehbar. Ich weise Sie darauf hin, dass auch der Vorstand des Petersburger Dialoges sich dazu heute Morgen in einer Presseerklärung ja sehr deutlich geäußert hat. Als Bundesregierung fordern wir die Rücknahme dieser ungerechtfertigten Maßnahme gegen das Zentrum Liberale Moderne, gegen das Forum russischsprachiger Europäer und gegen den deutsch-russischen Austausch. Ich möchte daran erinnern, dass schon im Jahre 2018 eine weitere Nichtregierungsorganisation als unerwünscht bezeichnet wurde, die auch mit dem Petersburger Dialog verbunden ist, nämlich die EPDE, European Platform for Democratic Elections. Zusatz. Ja, die Frage war noch nach dem Petersburger Dialog. Also Sie haben jetzt die Pressemitteilung erwähnt. Es werden erstmal eine gemeinsame Sitzung ausgesetzt, aber im Oktober die Sitzung in Kaliningrad wird ja noch nicht abgesagt, sondern wenn jetzt dieser Verbot zurückgenommen wird, möglich gemacht. Wird denn die Kanzlerin noch mal irgendwann an diesem Petersburger Dialog teilnehmen? Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Jetzt steht erst einmal die sehr klare Erklärung des Vorstands des Petersburger Dialogs ja heute im Raum. Die sagt, eine Spaltung des Dialogs in erwünschte und unerwünschte Organisationen oder Mitglieder ist nicht akzeptabel. Und für diese Haltung, für diese klare Haltung hat die Bundesregierung volles Verständnis. Zu Thema Russland, also Russland, sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Frau Spiegermann. Nochmal zum Stichwort Corona. Die STIKO hat ja nach wie vor... Nein, ich würde gerne die STIKO-Fragen erst hinten anschließen. Corona hatte ich gesagt, oder richtet die sich direkt an Herrn Seibert, diese Frage? Die stellt sich direkt an Herrn Seibert. Achso, Entschuldigung, dann müssen wir das jetzt ein bisschen durcheinander. Alles gut. Bei der STIKO gibt es ja nach wie vor massive Bedenken, was die Zulassung für 12, 14, 15-Jährige... Können Sie vielleicht das Mikrofon ein bisschen so richten, dass Sie reinsprechen? Ja, mit der Maske auch schwierig. Also nochmal die STIKO und die Bedenken, was die Impfung von 12- bis 15-Jährigen betrifft. Warum gibt es trotzdem diesen deutlichen politischen Druck, also wenn es diese Bedenken dieser doch wichtigen Behörde gibt? Also, Sie sprechen von politischem Druck. Das ist Ihre Wertung, die übernehme ich auf keinen Fall. Es hat ja gestern einen ausführlichen Austausch zwischen der Bundeskanzlerin, den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und dem Chef der STIKO, Herrn Dr. Mertens, gegeben. Und ich glaube, dass dieser Austausch von allen Seiten als sehr nützlich und informativ empfunden wurde.
Was ist die Situation? Wir erwarten jetzt zunächst einmal die Zulassung der EMA für den Impfstoff, auch für die Altersgruppe 12 bis 16. Und das ist die Voraussetzung, dass so ein Impfstoff hier überhaupt in Deutschland dann in dieser Altersgruppe eingesetzt werden darf. Zusätzlich wird die STIKO, wie das immer ist, dann noch eine Empfehlung abgeben. Und die STIKO hat gesagt, sie braucht dafür noch eine Zeit lang, sie will dazu noch weitere Daten heranziehen und so weiter. Das ist ja keine politische Entscheidung, so etwas. Solche Entscheidungen, wie geimpft wird, kann die Politik nicht treffen, sondern sie kann nur ein Impfangebot grundsätzlich möglich machen. Und das ist das, was geschieht jetzt nach der erwarteten Entscheidung der EMA, diesen Impfstoff auch für 12- bis 16-Jährige zuzulassen. Noch haben wir sie ja nicht. Dann kann man eben das Angebot, das die Bundesregierung gemacht hat, und das gilt, dass jeder Bürger, der impfwillig ist, bis zum Ende des Sommers sich auch um einen Impftermin bemühen kann, einen Impftermin angeboten bekommt, dann kann man dieses Angebot auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren machen. Und trotzdem ist es wichtig, was die STIKO dann noch im Einzelnen aufgrund ihrer Untersuchungen und Datenanalysen sagt. So, ich habe noch weitere Fragen zum Thema Impfstoffe, Kinder, Testpflicht. Die richten sich ans Gesundheitsministerium. Das würde ich jetzt nur im Moment gerne zurückstellen. Gibt es noch Fragen an Herrn Seibert? Ich habe noch das Thema Belarus, ich habe noch das Thema Israel, ich habe noch das Thema Social Media, Gaza und Afghanistan. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir bei Corona. Da hatte, glaube ich, Herr Schneider, Sie hatten auch noch eine Impfstofffrage, wurde mir zugerufen, anfangs über die stille Post. Nein, dann mache hier weiter. Jana Wolf von der Rheinischen Post fragt zu den Impfdosen für Kinder. Der Bundesminister will an das Gesundheitsministerium. Bundesminister Spahn will 6,4 Millionen Impfdosen für Kinder reservieren, sozusagen, bis Ende August ein Impfangebot machen zu können. An welcher Stelle sollen diese Dosen stattdessen abgezogen werden? Sehen Sie die Gefahr, dass die bestehende Unsicherheit bei der Kinderimpfung wegen der fehlenden STIKO-Empfehlung die Impflogistik vor Ort in Ländern und Kommunen erschweren wird? Das muss ich vielleicht kurz einordnen. Diese Zahl, die da genannt wurde, das geht zurück auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, an der auch Herr Minister Spahn mit teilgenommen hat. Nun gab es ja gestern eine andere Entscheidung. Das heißt, eine solche Zurückstellung für Impfstoffe, für die Impfung von Kindern, die erfolgt eben nicht. Und insofern, bleibt es dann halt eben bei dieser Entscheidung von gestern. Okay. Wollten Sie dazu fragen? Sie sahen gerade so aus. So, Sie gucken mich? Nee, ich gucke mal so. Okay, gut. Dann habe ich dazu eine Frage von Alexander Ratz von Reuters. Besteht für nicht geimpfte Kinder beim Schulbesuch weiterhin eine Testpflicht? Also das Testen in den Ländern, das legen natürlich dann halt eben die entsprechenden Einrichtungen vor Ort dann halt eben tatsächlich fest. Und zurzeit gibt es jetzt keine Änderungen, aber nochmal, es ist ja jetzt auch noch keine Impfung von Kindern erfolgt. Alles Weitere wird man dann sehen. Aber zurzeit gibt es jetzt noch keine geplanten Änderungen. Aber ich will das hinzufügen, eine der wichtigen und ganz klaren Aussagen gestern ist, was die Schulen betrifft, dass es keine Impfpflicht gibt und dass die Frage, ob ein Kind geimpft ist oder nicht geimpft ist, nichts mit der Sicherheit des Schulbesuchs oder dem Präsenzunterricht zu tun hat. Das war ja auch nie der Plan, aber weil es bei manchem nicht so klar angekommen war, ist es, glaube ich, wichtig, das noch einmal zu wiederholen. Also Eltern können diese Entscheidung, ob ihr 12- bis 16-jähriges Kind geimpft wird, individuell vollkommen frei treffen, können es mit dem Arzt besprechen. Die Teilnahme am Schulunterricht hat nichts damit zu tun, ob ein Kind geimpft ist oder nicht. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich mit einer Frage der Kollegin Tatjana Fürsofer von Interfax weiter an Sie, Herr Seibert. Da geht es um das Open Skies Abkommen.
oder um den Open Skies Vertrag. US-Präsident Biden, lautet die Frage, kehrt nicht zum Open Skies Vertrag zurück. Wie bewertet die Bundesregierung diese Entscheidung? Wir haben die Meldungen zur Kenntnis genommen. Die Position der Bundesregierung zu diesem Vertrag, zu dieser Entscheidung ist unverändert. Wir halten den Open Skies Vertrag für einen wichtigen Teil der Rüstungskontrollarchitektur. Der trägt bei zu gegenseitiger Transparenz und Vertrauensbildung und damit auch zu mehr Sicherheit. Also bedauern wir die Entscheidung der USA ebenso, wie wir die Ankündigung Russlands bedauern, aus dem Vertrag auszuscheiden. Die Bundesregierung wird den Vertrag weiter umsetzen. Gibt es dazu weitere Fragen aus dem Saal? Das sehe ich nicht. Dann ist das Thema Belarus noch. War das bei Ihnen, Herr Schröck? Ja. Ja, Herr Burger, gestern wurden ja weitere Maßnahmen, Sanktionen gegen Belarus beschlossen und angedeutet, dass es weitere kommen, und zwar sektorale Wirtschaftssanktionen. Wie will denn die Bundesregierung sicherstellen, dass diese Sanktionen, wie es immer wieder gesagt wird, nicht auf die normalen Belarussen durchschlagen? Ja, das ist das Ziel, über das wir uns in der Europäischen Union einig sind, die Sanktionen so zu gestalten, dass sie diejenigen treffen, die Verantwortung tragen für die aus unserer Sicht inakzeptable Politik des Lukaschenko-Regimes, für die Menschenrechtsverletzung, für die Entführung und Gefährdung eines europäischen Flugzeugs und nicht die belarussische Bevölkerung. Das wird man natürlich bei der Ausgestaltung dieser Sanktionen gründlich zu berücksichtigen haben. Da geht es um einerseits um die Listung von Personen, von Entitäten, von Unternehmen, die Verantwortung tragen, die verantwortlich sind für die Geschehnisse der letzten Tagen. Und es geht auch um Unternehmensbereiche, bei denen wir davon ausgehen, dass sie die wirtschaftliche Situation in Belarus in hohem Maße beeinflussen und wo wir deswegen davon ausgehen, dass sie auch geeignet sind, entsprechenden politischen Druck auf die belarussische Führung zu entfalten. In diesem Zusammenhang wird ja die Phosphatindustrie von Belarus erwähnt, wo Tausende ganz normale Arbeiter arbeiten. Wenn diese jetzt sanktioniert wird, wird es auch auf die Arbeiter durchschlagen. Wie wollen Sie das verhindern? Ich kann jetzt nicht im Einzelnen Entscheidungen vorgreifen, über die derzeit im Kreis der Europäischen Union noch diskutiert wird. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, was der Außenminister gesagt hat und was wir auch worüber sich auch andere europäische Außenminister gestern am Rande des Gymnich-Treffens geäußert haben, dass unser Ziel ist, die Sanktionen so zielgerichtet und so effektiv wie möglich zu machen, damit sie die politisch Verantwortlichen treffen, dort politischen Druck und politische Wirkung entfalten und die Auswirkungen auf die normale belarussische Bevölkerung minimiert werden. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Jordans, wollen Sie mit dem Thema Social Media weitermachen? Ja. Entschuldigung, ja, es war verdeckt. Jetzt dachte ich, Ihr Büro hat uns gestern eine relativ spärliche Aussage auf unsere Fragen zu dem Fall der mutmaßlichen Desinformation mithilfe von Social Media Influencern gegeben. Und auf Nachfrage bei meiner Funkstelle. Deshalb frage ich mal hier: Können Sie uns sagen, welche Sicherheitsbehörden sich mit dem Sachverhalt befassen? Ob der Verdacht einer Straftat vorliegt und ob es Anzeichen dafür gibt, dass die Desinformationskampagne staatlich gelenkt war oder unterstützt? Wie Sie wissen, gehen wir zu operativen Ermittlungsoperationen keine Auskunft von dieser Stelle, sodass ich die Antwort, die Sie gestern erhalten haben, so stehen lassen muss. Nachfrage, ist es denn Teil der operativen Informationen, wenn Sie mir sagen, welche Sicherheitsbehörden unter dem Dach des BMI damit befasst sind? Oder wissen Sie es nicht?
Meine Antwort steht so, wie ich sie Ihnen gegeben habe. Ich kann zu operativen Ermittlungen keine Auskunft geben. Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Herrn Tufuknia und dem Thema Israel. So. Herr Burger, die Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen hat Israels Luftangriffe auf Gaza als mögliche Kriegsverbrechen gewertet und auch eine Untersuchung gefordert. Wie steht die Bundesregierung dazu? Die Bundesregierung hat ihre Haltung zum jüngsten Konflikt in Gaza und in Ost-Jerusalem wiederholt deutlich zum Ausdruck gemacht. Sie hat den massiven Raketenbeschuss der Hamas verurteilt. Der Menschenrechtsrat hat eine wichtige Rolle beim Umgang mit akuten Krisen und damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen. Die gestern verabschiedete Resolution wird aus unserer Sicht diesem Anspruch und der Lage vor Ort aber nicht gerecht, denn sie geht nicht auf die jüngste Eskalation und auf den Kontext ein, insbesondere auch nicht auf den Waffenstillstand. Stattdessen beschließt sie eine Untersuchungskommission, deren Mandat unbefristet in die Zukunft und in die Vergangenheit reicht. Dass ein so weitgehendes Mandat innerhalb weniger Tage und ohne substanzielle Verhandlungen verabschiedet wurde, trägt zusätzlich zu unserer skeptischen Haltung bei. Zu den Äußerungen der Hochkommissarin würde ich doch zur Einordnung sagen wollen, dass sie gesagt hat, dass Hamas durch den wahllosen Raketenbeschuss auf Israel klar gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen hat. Und sie hat gesagt, dass Israel dann gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen hätte, falls sich herausstellen sollte, dass die Angriffe gegen Infrastruktur in Gaza unterschiedslos und unverhältnismäßig gewesen seien. Die Hochkommissarin sieht das, soweit ich das verstehe, aber nicht als erwiesen an. Dennoch hat sie aber eine Untersuchung gefordert. Ja, ich habe zu den Beschlüssen im Menschenrechtsrat das gesagt, was ich gerade gesagt habe. Das ist die Haltung der Bundesregierung dazu. Kurzer Hinweis, ja, ich mache jetzt gleich weiter. Herr Seibert verlässt uns jetzt in Kürze. Nur, dass das für alle klar ist, dass jetzt dann keine Fragen mehr an ihn möglich sind. Dann geht es weiter mit Herrn Jordans. Herr Burger, gestern wurde ja auch in der Resolution gefordert, dass Staaten keine Waffen liefern, wenn sie glauben, dass es ein klares Risiko gibt, dass diese Waffen für schwere Menschenrechtsverletzungen genutzt werden können. Wenn die Bundesregierung jetzt diese unabhängige Kommission nicht unterstützt, wie stellt sie dann sicher, dass es bei Waffenlieferungen in die Region nicht zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt? Ich kann Ihnen zu Rüstungsexportkontrollfragen nur das sagen, was wir an dieser Stelle immer sagen, dass die Bundesregierung eine restriktive Rüstungsexportpolitik verfolgt. Und wir selbstverständlich bei jeder Einzelfallentscheidung genau diese Fragen prüfen. Zweite Frage in dem Zusammenhang. Frau Bachelet hat ebenfalls gesagt, dass Ihr Büro bisher keine Belege für die israelische Behauptung erhalten hat, dass die zivile Infrastruktur, die von der israelischen Armee zerstört wurde, irgendwie von Hamas benutzt wurde. Hat denn die Bundesregierung inzwischen dazu irgendwelche Belege erhalten? Also ich werde hier nicht in die Bewertung einzelner Vorfälle einsteigen, zu denen ich keine hinreichenden belastbaren Informationen habe. Ja oder nein würde ja reichen. Wie gesagt, ich kann hier keine Bewertung zu einzelnen Vorfällen abgeben. Herr Jessen. Noch einmal zum Beschlüssen der Resolution. Deutschland hat explizit gegen den Beschluss oder gegen die Resolution gestimmt. Andere EU-Staaten wie Italien, Frankreich, die Niederlande haben sich der Stimme enthalten. Das hat Deutschland bei früheren Resolutionen auch getan. Warum sind Sie jetzt explizit dagegen? Es wurde ja im Kontext der Resolution auch gesagt, es gehe um die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen sowohl durch die Hamas als auch durch Israel. Warum sperrt sich Deutschland gegen eine solche unabhängige Untersuchung? Einige der Gründe hatte ich ja gerade schon genannt, warum wir diese Resolution nicht unterstützen. Darüber hinaus ist vielleicht noch zu sagen, dass die mandatierten Aufgaben in dieser Resolution weit über die Aufgaben hinausgehen, die in früheren vergleichbaren Untersuchungskommissionen mandatiert wurden. Außerdem wird dadurch die Arbeit vorangegangener Untersuchungskommissionen gedoppelt.
und auch die, mit Blick auf die Zukunft die Arbeit des Sonderberichterstatters gedoppelt. Dafür werden 5,4 bis 7,8 Millionen US-Dollar an Kosten veranschlagt. Das halten wir nicht für effizient. Schließt mit der Ablehnung, der expliziten Ablehnung des Antrags und der Einsetzung der Kommission Deutschland aus, dass es auch seitens Israel Menschenrechtsverletzungen gegeben haben kann in dieser jüngsten Spirale des Konflikts? Ich möchte Sie bitten, die Äußerungen, so wie ich sie gerade vorgetragen habe, so zu verstehen, wie ich sie auch vorgetragen habe. Und damit meine ich auch genau das, was ich gesagt habe und nicht mehr und nicht weniger. So, gibt es weitere Fragen zum Thema Israel? Gaza, das sieht mir nicht so aus, dann habe ich ein Lücking mit dem Thema Afghanistan. Ja, ich sehe, das BMVG ist heute nicht hier, aber ich denke, oder? Doch, verdammt, Entschuldigung, nicht Flogen. Ja, sitzen auch mal Frauen. Ja, nicht uniformiert, das ist sofort. Kommen Sie doch hier, ungewohnt. Hier ist gerade ein Platz frei. Das ist. Zivil ist auf dem Platz wirklich ungewohnt. Aber es betrifft auch weitere Ministerien. Es geht nochmal um das Thema afghanische Ortskräfte. Die Ministerin hatte angekündigt, dass Erleichterungen stattfinden müssten, damit schneller Aufnahmen stattfinden können. Und da wollte ich einmal den Sachstand erfragen. Und in der Berichterstattung ist der Eindruck aufgekommen, dass die afghanischen Ortskräfte ihre Reise nach Deutschland, also von Afghanistan nach Deutschland selber finanzieren müssen. Ist das korrekt? Beziehungsweise, wenn nicht, wie unterstützt die Bundesregierung die Ausreise von afghanischen Ortskräfte? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir hatten ja wiederholt hier zu den Ortskräften auch schon vorgetragen und die jüngsten Entwicklungen sind ja derart, dass auch zwei Büros für Ortskräfte vor Ort eingerichtet werden sollen. Da kann ich aber auch durchaus nochmal an das zum Sachstand, an das Auswärtige Amt abgeben. Ja, also eine ganze Reihe von Verfahrenserleichterungen und Beschleunigungen sind vereinbart worden und die wurden und werden auch schon umgesetzt. Aus unserer Sicht ist das eine gute Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Ressorts und wir bemühen uns alle gemeinsam, dieses Verfahren so schnell wie möglich umzusetzen und dabei auch die entsprechend notwendige Flexibilität bei den Verwaltungsabläufen zu zeigen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Erteilung von Ersatzpapieren. Wir als Auswärtiges Amt, wir sind sozusagen ja in einem ganz bestimmten Teilbereich dieses Verfahrens gefragt, nämlich bei der Visa-Erteilung. Da haben wir beispielsweise eine Lösung gefunden, die es uns erlaubt, Visa-Anträge von Deutschland aus zu bearbeiten, statt vor Ort, um es so eben zu ermöglichen, die relativ die jetzt anstehende Zahl von Anträgen in der kurzen Zeit, die wir uns dafür vorgenommen haben, auch umzusetzen. Da fehlt dann noch Finanzierungsfrage war noch die offen. Finanzierungsfrage, für die Reisekosten. Dazu liegen mir keine Informationen vor. Wenn das in der Zuständigkeit des Auswärtigen Amts liegen sollte, würde ich es gerne nachreichen. Ansonsten müssen wir da noch mal Rücksprache halten. Das sieht nicht so aus, ob sich da sonst jemand... Eventuell aus dem Innenministerium bezüglich Bundesumzugskostengesetz. Bei SoldatInnen ist es ja so, sobald sie versetzt werden oder für längere Zeit abgeordnet werden, greift das Bundesumzugskostengesetz. Ist das für die afghanischen Ortskräfte auch eine Möglichkeit? Also das derzeitige Verfahren sieht vor, dass die individuelle Reise durch die Ortskräfte selbst getragen wird. Bitte schön, Herr Beseke. Genau, vielen Dank. Frau Krüger hatte gerade auf die geplanten Kontaktbüros noch mal hingewiesen, die in, ich glaube, Mazar und Kabul dann entstehen sollen. Können Sie mal die Funktionsweise dieser Kontaktbüros vielleicht erklären? Weil so wie es bisher, ich das zumindest verstanden habe, ist es so, jemand, der sich gefährdet fühlt, kann dann da hingehen, darüber Auskunft geben, was natürlich ihn vielleicht noch mehr gefährden könnte, weil wenn der Taliban einfach nur guckt, wer da rein und raus geht, dann weiß er ja, auf wen er zu achten hat. Dankeschön. Also ich werde jetzt gerade auch mit Blick auf die Gefährdungslage, die Sie ansprechen, muss ich um Verständnis bitten, dass ich jetzt zu den Details der Funktionsweise der Kontaktbüros keine Auskunft geben möchte. Gut, gibt es dazu weitere Fragen?
Das sieht mir nicht so aus. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das sieht mir auch nicht so aus. Und von außen habe ich auch keine Fragen mehr. Dann danke ich allen Sprecherinnen und Sprechern herzlich für Ihr Kommen. Schließe die Pressekonferenz und wünsche uns allen ein schönes Wochenende.